Mulchen ist ein wichtiger Faktor in der Permakultur bzw. in einem Garten, zum Beispiel jetzt bei dem heißen und sehr trockenen Wetter, ist es sehr von Vorteil, dass dadurch einerseits die Humusschicht aufgebaut wird und der Boden nicht so schnell austrocknet. Das heißt, ihr müsst eure Pflanzen nicht ganz so oft gießen. Das ist ein sehr großer Vorteil. Und es ist halt so, wenn man jetzt zum Beispiel wie ich ein größeres Projekt hat, dann hat man jetzt nicht die, sage ich mal, Ausgleichsflächen, wo man zum Beispiel sensen könnte, um sich sein eigenes Mulchmaterial zu holen. Und daher bin ich auch angewiesen von Mulchmaterial von außen, also von der Gemeinde und von meinen Nachbarn. Und da habe ich in den letzten Jahren einige Erfahrungen sammeln dürfen, die ich euch jetzt gerne mitteilen möchte, worauf ihr achten solltet, wenn ihr Mulchmaterial von anderen Leuten bekommt, weil mir sind da schon ziemlich komische Sachen da auch passiert. Für mich ist es ganz wichtig, so viel organisches Material wie möglich zu bekommen. Einerseits halt, wie gesagt, um meinen Boden abzumulchen oder Kompost zu machen, damit ich einfach so schnell wie möglich schön humusreiche Erde bekomme, damit meine Pflanzen natürlich auch besser wachsen, ich eine bessere Ernte habe und zum Beispiel auch weniger Gießaufwand und so weiter und so fort, weniger Krankheiten bei den Pflanzen. So, jetzt, wie gesagt, bei mir ist es halt so, ich habe nicht so viel andere Fläche, wo ich jetzt nicht anbaue, die ich jetzt sensen könnte, ernten könnte oder irgendwelche Bäume abhäckseln könnte, also die Äste, damit ich hier jetzt zum Beispiel meine Anbaufläche mulchen könnte. Das heißt, ich bin für einen anderen angewiesen. Das heißt, ich hole mir auch das organische Material von meinen Nachbarn oder von der Gemeinde. Und da ist es halt einfach so, die Leute, die sind auch recht froh, wenn man die Sachen, dass die das zu einem bringen dürfen. Da müssen sie nicht extra zum Wertstoffhof fahren und können es auch zu jeder Zeit machen. Ich hole es sogar auch manchmal ab oder die bringen es einfach zu mir. Das gleiche wie bei der Gemeinde. Die haben zum Beispiel eine Abladefläche, einen Grüngutplatz, wo ich einfach immer hingehe und mir da die ganzen Sachen hole. Also zum Beispiel Grasschnitt, Holzrückschnitte im Herbst, was ich dann super gut häckseln kann und dadurch Pilze zum Beispiel in meinem Garten ansiedeln kann, habe ich auch schon mal ein Video gemacht, werde ich euch oben verlinken, warum die so wertvoll sind, die Pilze. Dann Laub und was eigentlich noch so alles anfällt. Also viele verschiedene Stauden und so, dass die man auch alles abhäckseln kann. Ich habe auch Bambus letztens bekommen, kann man auch ziemlich gut häckseln mit dem Laub und dann einfach auf die Beete verteilen. Also alles Mögliche, was so anfällt. Ich habe auch letztens, oder seit einem Jahr mache ich es auch so, dass ich bei meinen Kunden sage, dass sie ihre Küchenabfälle, auch Eierschalen, Knochen, Fisch, Fleisch, verschimmeltes Brot, alles Mögliche, dass sie das in ihre Eimer abfüllen dürfen und ich hole es dann immer wieder, wenn ich den Obst und Gemüse bringe, nehme ich die einmal mit für meinen Bokashi zum Beispiel, damit ich dann weiter fermentieren kann. Auch Kaffeesatz kann man sich zum Beispiel auch bei Kaffees zum Beispiel holen, dass man da nachfragt, ob man da regelmäßig den alten Kaffeesatz von denen abholen kann, dann werden sie wahrscheinlich auch nichts dagegen haben. Wichtig ist bei der ganzen Aktion, dass ihr nicht zu leichtgläubig seid, vor allem bei Leuten, die ihr jetzt nicht ganz so gut kennt, weil dann es doch mal passieren kann, dass etwas in eurem Mulchmaterial bzw. in die Gartenreste, die euch die Leute bringen, etwas Unerwünschtes mit dabei ist. Manchmal wissen es die Leute auch nicht oder die machen es auch einfach mit Absicht. Das ist mir auch schon mal zum Beispiel passiert. Also letztens, also heute, habe ich für meine Bokashi einmal die Küchenreste von meinen Kunden abgeholt und da habe ich zum Beispiel einen Löffel einfach mittendrin gefunden. Kann sein, dass der einfach so reingeflogen ist und man hat es halt nicht gesehen. Plastikmüll tun die Leute auch manchmal einfach in ihren Grasschnitt mit rein, wenn sie das in ihre Säcken bringen. Da auch beim Grasschnitt aufpassen, dass ihr das rechtzeitig verarbeitet oder ausbreitet, weil in den Säcken, wenn ihr das da zum Beispiel jetzt bei der Hitze mehrere Tage einfach stehen lässt, dann fängt er sofort an zu schimmeln. Das wissen die Leute zum Teil auch nicht und lassen die auch zum Beispiel bei sich mehrere Tage in den Säcken stehen, dann verschimmeln sie, dann bringen sie mir das verschimmelt oder in so einem Batzen. Und da ist halt zum Beispiel wichtig, dass ihr da entweder den Leuten sagt, dass sie das rechtzeitig bringen sollen, mit Ankündigung zum Beispiel und nicht so lange warten sollen, oder ihr stellt zum Beispiel luftdicht verschließbare Fässer auf, zum Beispiel diese Ölfässer, sagt den Leuten, dass sie da das reinwerfen sollen, dann sprüht da effektive Mikroorganismen rein und könnt ihr zum Beispiel ein Gras-Bokashi draus machen. Wo ich persönlich nochmal ein zusätzliches Augenmerk drauf lege, ist, dass ich einfach schaue, was die Leute mir bringen. Also das sollen sie mir auch im Vornherein sagen. Wenn jetzt zum Beispiel da irgendwelche Brennnesselsamen oder Beikrautsamen sind, die stark wuchern würden, dann würde ich das eher ungern nehmen oder beziehungsweise ich müsste dann aufpassen, wo ich das hinwerfe, damit dann nicht dort über die Samen aufgehen zum Beispiel.
Also da informiere ich mich erstmal, was geben mir die Leute? Sind da irgendwelche Samen mit dabei, die ich jetzt nicht unbedingt haben möchte, die irgendwas bei mir unterdrücken könnten? Und was auch sehr wichtig ist, es gibt ja viele Pflanzen wie zum Beispiel Thuja, die sehr schwer verkompostierbar sind, und unter Thuja wächst ja zum Beispiel auch nichts. Das heißt, es kann auch tendenziell auch eure Pflanzen schaden. Das heißt, auch bei Nadelbäumen oder sowas, wenn die gespritzt werden nach Weihnachten zum Beispiel, wenn die Leute das irgendwo abgeben wollen oder vielleicht auch zu mir bringen, dass man einfach schaut, wo bringe ich das ganze Zeug hin, nicht direkt auf die Beete, oder ich sage halt von vornherein, ich möchte jetzt nicht unbedingt Thuja oder sonst irgendwas haben, ich habe genug davon oder ich kann, habe jetzt keinen Platz mehr dafür zum Beispiel, sage ich, dass ihr dann da sagt, dass ich da bestimmte Sachen ausselektiere, dass ich im vornherein nicht so viel Arbeit habe, um das Zeug dann irgendwie auf dem Sonderkompost oder sonst irgendwo zu bringen. So ein paar unschöne Geschichten von mir, als ich damals noch diese eine Fläche hatte, vor 1,5 Jahren hatte ich ja nochmal zusätzliche 1000 Quadratmeter in einem Wohngebiet. Da durfte ich anbauen, bis der Bauherr dann gesagt hat, ich muss dann weg, bis er dann selbst gebaut hat. Und da ist es halt so, da habe ich den Nachbarn auch gesagt, dass sie gerne ihren Grasschnitt und alles Mögliche zu mir bringen dürfen. Das habe ich nur, ich glaube, ein, zwei Nachbarn an der einen Ecke gesagt, und auf einmal wusste es die ganze Nachbarschaft, und die ganze Nachbarschaft hat mir irgendwas gebracht, obwohl ich mit denen überhaupt nicht geredet habe. What? Und bei den einen ist dann auch passiert, dass mit einem Grasschnitt einfach mal gekochte Sachen, gekochte Reste mit untergemischt worden sind, also in die Mitte rein, bis ich dann das gemerkt habe. Und das ist für mich zum Beispiel einfach ein No-Go, dass man das einfach mitten rein versteckt, so nach dem Motto, dass ich das nicht irgendwie sehe oder sowas. Das lockt natürlich auch, wenn das einfach gekocht da irgendwo bei mir auf dem Feld rumliegt, auch Ratten zum Beispiel an. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Und das andere ist, dass halt die Nachbarn, die dann von anderen erfahren, also von anderen Nachbarn, dass sie bei mir Sachen mit reinbringen, die haben dann alles Mögliche zu mir gebracht, aber ich hatte zum Beispiel in der linken vorderen Ecke hatte ich da eine Stelle, wo die Leute das halt hinbringen durften. So, und die Leute, die es von anderen Nachbarn erfahren haben, die haben dann ihre Sachen irgendwo bei mir aufs Feld geworfen, weil das war dann zum Teil irgendwo verstreut. Da war auch zum Beispiel ein ganzer Buchs mit Erdballen mit dabei, hat man einfach da reingeworfen, vorne ins Gras, was ich einfach ausblühen lasse, habe für die Heuschrecken zum Beispiel und für die Tiere hat man da einfach reingeworfen. Erde wurde mir dann einfach mit reingeworfen, einfach mit dem Schubkarren reingefallen und irgendwo ausgekippt. Müsste eine lustige Steinigung werden. Ja. Und dann fungierte ich sozusagen als kleine Art Wertstoffhof oder auch Müllhalde. Da hat man mir einfach irgendwas einfach reingeworfen, als ich halt nicht da war. Und bei solchen Sachen wirklich dann konkret seine Leute auch darauf ansprechen, dass es sowas nicht geht. Und wenn es halt dann Leute machen, auch denen sagen, dass man sowas nicht annimmt, weil ihr habt da zum Teil einfach nur viel mehr Arbeit. Weil was willst du denn zum Beispiel mit einem Buchs und einem ganzen Erdbein machen? Dann musst du erst mit den ganzen Erdbeinen auflockern und dann irgendwie schauen, wie du einen Kompost bringst und so, und dann das ganze, die ganze Suckerei, weil alles einfach in einem hohen Gras ist, das braucht es wirklich nicht. Regeln aufstellen und sich auch mit den die Leute auch kennenlernen, und damit man einfach weiß, auf wen man sich da einlässt. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben, Kanal kostenlos abonnieren, noch auf die Glocke drücken und auch kommentieren. Kommentare und das Ganze drumherum, einfach aus dem Grund, dass der Algorithmus meine Videos weiter verbreitet. Unterstützt mich wirklich sehr, ich bin auch darauf angewiesen. Gerne auch das Video teilen an Freunden, Bekannten und Familien. Und wenn ihr mich noch zusätzlich oder unterstützen wollt, damit ich auch weiterhin für euch Videos machen kann, findet ihr unten auf meiner Webseite Spendenmöglichkeiten, Bankverbindungen, PayPal, Patreon. Und ich habe auch viele verschiedene Produkte, wie zum Beispiel meine Saatgutliste, eingekochte Fermente und Pflanzen, die ich verkaufe. Könnt ihr auch gerne da vorbeischauen, ist unten alles verlinkt. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin!